Rund 40 Besucher kamen zum ersten Familientag Karate-Dojo am Sonnabend ins Vereinsheim Schwarz-Weiß-Oldenburg. Wir wollen einen solchen Tag nun jährlich veranstalten, berichtete Juliane Schulze vom Organisationskreis. Mehrere Besucher wollten dem Verein nun beitreten. Beim Synchro-Kata, einer Karate-Choreografie, zeigten Christoph Schmidt, Samantha Schmidt und Tim Schmidt, was die Sportart alles bietet. Wer sich für Karate interessiert, erhält Infos unter www.karate-dojo-oldenburg.de.